Hallo zusammen, ich habe heute ein trauriges Thema für euch, aber ich finde, dieses Thema ist wichtig und muss unbedingt auch mal angesprochen werden. Heute ist Donnerstag, ich hatte am Montag meinen dritten Schlupftermin, also mein dritter Schlupf. Und ich bin richtig glücklich um ganz viele kleine Küken. Und darunter ist sogar eine Kennsperberhenne, wenn ihr die da sehen könnt. Und der Zuchtstamm mit dem gesperberten Kraftkörhahn, da sind von den befruchteten Eier tatsächlich 100% geschlüpft. Und von denen mit dem blauen Hahn sind knapp 80% geschlüpft. Und das ist deutlich besser als bei meinem ersten und zweiten Schlupf. Aber es gibt eine Sache, genau über die wollte ich mit euch reden. Ich habe hier meine beiden Covatutu-Brutmaschinen, die waren beide am Laufen. Und in der Schlupfphase hatte ich halt in drei Abteile getrennt. Und es sind am Montag, am 21. Tag, sind schon unheimlich viele geschlüpft. Und ich hatte mit alten Züchtern gesprochen oder mit erfahrenen Züchtern. Manche sind gar nicht so alt, obwohl sie erfahren sind. Und die hatten mir gesagt, sie machen am 21. Tag den Kasten gar nicht auf, sondern erst am 22. Tag. Weil tatsächlich, wenn die Luftfeuchtigkeit verloren geht, diese innere Eihaut, die wird dann weiß und wirklich steinhart und dann stört man wirklich den Schlupf. Ich habe diese Pappringe jetzt nicht mehr benutzt, die ich vor 2 Jahren mal vorgeschlagen habe, aber da sind die, das hat sehr gut geklappt. Ich habe dann am 22. Tag aufgemacht und sehr viele Küken rübergesetzt und habe 3 Eier hier dann schnell am Anfang hier reingetan und hier hatte ich 75% Luftfeuchtigkeit ungefähr mit Hilfe dieser Konstruktion mit Schwämmen in Wasserschälchen. So kriegt man die Luftfeuchtigkeit eigentlich ganz gut hochgefahren. So, und eins der Eier war angepickt und da war so eine Euro große Stelle war aufgedrückt, wo so eine Kralle drin war und der Schnabel und das Küken piepte. Ich habe dann mich natürlich erinnert an mein eigenes Video Schlupftag, was mache ich und was lasse ich. Und ich dachte, es ist einfacher, wenn das Küken es schafft, freue ich mich. Ich gebe ihm noch Zeit und wenn es es nicht schafft, dann stirbt es eben im Ei leider. Aber dann muss ich es nicht nachher erlösen, weil oft sind dann die Küken, die Probleme haben irgendwie den Darm verschlossen, sind nicht lebensfähig oder haben irgendeine Verwachsung und man muss sie dann später erlösen oder sie sterben dann sowieso. Dann dachte ich, es ist einfacher, es stirbt im Brutkasten, als dass ich es erlöse. Dann kam aber der 23. Schlupftag, also schon 2 Tage drüber, das war gestern und gestern Abend im Ei, da hat es immer noch kläglich gepiept und geatmet und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist es seit 3 Tagen, es ist die Öffnung aufgedrückt und es kommt nicht raus. Und dann habe ich gestern Abend einfach irgendwie kopflos den Brutkasten kurz aufgemacht und habe mit der Hand das aufgebrochen. Und es war alles eingesaugt, der Doktor sagt, es lag da ein bisschen verkrümmt in dem Brutkasten. Und ich dachte, in der Nacht, vielleicht kann es sich berappeln, vielleicht gibt es eine kleine Chance, dass es überlebt. Ich habe es dann, in den beiden Eiern ist kein Leben. Ich habe geschiert, die haben überhaupt nicht angedrückt, 2. Es kommen halt nicht immer alle raus und ich hatte ungefähr 30, 35 Eier bestimmt. Das ist völlig normal und das ist eben das, was ich dann aufgepopelt habe. Ich habe das heute Morgen rübergesetzt, jetzt ist es später Vormittag und ihr seht hier, die Küken sind topfit. Die normal geschlüpft sind, die selbst geschlüpft sind, die werden sehr schön gedeihen und die werden in nur 2 Wochen, werden die wahrscheinlich schon ungefähr so dastehen. Und die finden das richtig super, dass ich ihnen da Holzscheite mit reingelegt habe. Ja, aber das eine Küken, um das es geht, ist dieses hier. Und ihr seht, da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht bei diesem Küken. Und ich glaube, ein Auge ist zu, es ist hier total abgemagert. Und die ersten von den anderen,
Die kommen schon und gucken, was ist denn da was Interessantes. Da rennt mal einer, ich glaube, hier ist das auch, der rennt mal hin und pickt dann schon mal ins Auge. Ich habe auch gesehen, dass das andere auf es drauf gehüpft sind. Die anderen, die meinen das nicht böse, aber die merken, da stimmt was nicht mit dem einen Geschwisterkind. Und die finden das dann einfach interessant und die sind neugierig. Und ich glaube, wäre eine Glucke dabei, dann hätte die Glucke dieses Krepelküken schon quasi um die Ecke gebracht. Aber ich bin jetzt derjenige, der hier die Verantwortung trägt. Und im Tierschutzgesetz steht drin, wir dürfen Tieren nicht ohne vernünftigen Grund Leid zufügen. Da steht sinngemäß aber auch drin, wir dürfen auch nicht Leid und Schmerz bei Tieren unnötig verlängern. Und ich sehe hier 0% Chance, dass ein Tierarzt was machen könnte. Und deshalb werde ich mir dieses Küken jetzt gleich schnappen und werde es dann erlösen. Ich hatte es auch unter die Wärmeplatte geschoben, aber da ist es dann von selbst raus. Es tut mir leid, aber ich sehe echt jetzt keine andere Chance. Bis Ende des Videos lege ich es nochmal hier unter die Wärmeplatte. Aber guck mal, da das Schwarze, habt ihr gesehen? Und ich laufe eben Gefahr, dass die anderen dadurch Kannibalismus lernen. Und das geht dann ruckzuck, wenn ich nicht aufpasse. Innerhalb von ein, zwei Stunden haben die ersten. Oh, das Weiße hat er auch schon. Und das will ich natürlich nicht haben. Ich werde die jetzt aber auch aufteilen. Das sind hier ein paar zu viele. Ich will hier nur ungefähr 10 Stück drin haben. Ich habe die anderen Kükenhalme hier schon vorbereitet. Und die werde ich dann gleich aufteilen, wenn meine Tat vollbracht ist. Ja, also was will ich euch jetzt mitgeben in dem Video? Die Küken, die am 21. Tag nicht schlüpfen, wenn ihr wollt, gebt ihnen noch den 22. Tag, aber helft bitte nicht den Küken aus dem Ei, ihr seid in der Verantwortung. Ihr müsst dann sehr wahrscheinlich diese Küken danach erlösen. Und wenn die nicht lebensfähig sind, in der Natur ist es auch so, da überleben auch nicht alle, sondern die Stärksten. Wir Züchter werden manchmal so ein bisschen angefeindet. Wir würden nur auf schönes Aussehen für die Ausstellung züchten. Aber zu Hause züchten wir natürlich auch auf Vitalität und auf Gesundheit. Und das gehört eben dann mit dazu, schon beim Schlupf, dass die schwachen Küken, die nicht von selbst lebensfähig sind, dass die sich quasi dann beim Schlupf schon selber aussortieren. Und dass man denen dann eben nicht am 22. Tag beim Schlupf hilft oder am 23. Tag. Also das ist meine Empfehlung. Ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn der eine oder andere dann doch helfen möchte und es nicht mit ansehen kann. Es ist schwer. Also ich kann das schon verstehen. Ich glaube, ihr wisst doch, was ich meine. So, bei der Durchsicht des Materials merke ich gerade, dass ich da immer noch nicht ganz im Reinen mit mir bin. Auf der einen Seite empfehle ich euch, Küken nicht beim Schlüpfen zu helfen und auf der anderen Seite habe ich euch gerade erzählt, dass ich das ja gestern Abend selbst gemacht habe. Und ich habe aber darüber nachgedacht und das Küken hat ja geatmet, war am Leben und kam aber einfach nicht raus. Und hätte ich gestern Abend nicht geholfen, quasi aus dem Ei, dann wäre dieses Küken im Ei verhungert. Und ich weiß nicht, ob es dann jetzt nicht immer noch hungern und leiden würde oder vielleicht morgen sogar noch. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis so ein Küken verhungert, aber ich glaube, das kann schon 3-4 Tage dauern. Und deshalb war es wahrscheinlich doch genau die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe, es dann aus dem Ei zu befreien und zu gucken, berappelt sich's oder nicht. Aber ich habe es heute Mittag dann direkt nach der ersten Aufnahme erlöst. Ja, mich würde interessieren, was ihr über dieses Thema denkt, wie ihr das handhabt oder ob ihr noch Tipps habt. Ich habe eine Einladung von Zuchtfreund Ulf vom GZV Fallersleben ins Pheno nach Wolfsburg zu einem Schauschlupf. Und ich glaube, dass ich
da mit ihm vielleicht einen ganz guten Partner habe, wo ich das Thema dann eventuell nochmal aufgreifen kann. Das wird dann vielleicht, na, nicht mein übernächstes Video werden, aber so vielleicht in 3, 4 Wochen, kurz nach Ostern oder zu Ostern. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich wirklich freuen, wenn ich von euch in den Kommentaren was lesen könnte. Lasst vielleicht trotzdem ein Like da, auch wenn es kein schönes Thema war. Ja, und sag, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin euer Dr. Bene und vielleicht guckt ihr euch jetzt dieses Video an, wo ich auch was Interessantes erkläre. Macht's gut!